Das Skybild Bad Pirna derzeit wohl der beliebteste Platz in der Stadt. Bei 25 Grad Wassertemperatur lässt es sich hier aushalten. Pünktlich zu den Ferien herrscht im Geibelsbad Hochbetrieb. Also der vergangene Juli, speziell das letzte Wochenende im Juli, war bei uns der bestbesuchste Tag im Freibad sowie im Hallenbad mit 3.700 Besuchern. Das ist der neue Rekord seit dem Umbau, seit der Eröffnung 2001. Bad Schandau, Wehlen, die Wostra in Dresden. Viele Freibäder entlang der Elbe haben nach dem Hochwasser geschlossen. Das bringt zusätzliche Badegäste nach Pirna und die kommen auf dem riesigen Areal im Gottläubertal voll auf ihre Kosten. Wenn die Besucher vom Alltag abschalten, haben die Bademeister alle Hände voll zu tun. Denn die Sicherheit der Badegäste im Geibelsbad hat oberste Priorität. Bevor das Bad geöffnet wird, wird alles nochmal durchkontrolliert. Die Spielgeräte werden kontrolliert, der Sprungturm wird durchkontrolliert. Ob irgendwo eine Schraube locker ist oder wie auch immer, oder irgendeine Gefahrenquelle oder ein Gefahrenpotenzial entstanden ist, warum auch immer. Wenn das der Fall sein sollte, tun wir das vor Baderöffnung abstellen. Bis zu 4 Rettungsschwimmer sind an heißen Tagen im Freibad vor Ort. Michael Meyer ist einer von ihnen. Seit 8 Jahren arbeitet er als Schwimmmeister. Egal ob am 50 Meter Sportbecken oder am Sprungturm, jederzeit kann etwas passieren. Wirklich schwere Badeunfälle aber hat es in den vergangenen Jahren im Geibelsbad nicht gegeben. Im Großen und Ganzen herrscht auf jeden Fall eine gute Disziplin. Also das passt, also da reicht doch oft ein Blickkontakt und dann wissen die Gäste meist, oh naja, jetzt hat er mich gesehen, und die wissen dann auch, was sie falsch gemacht haben. Ansonsten natürlich, also Übermut, der tut eben wirklich nicht gut, und wenn dann eben gerannt wird und jemand kommt eben zu Fall, dann ist das nicht so gedacht und ja, dann auch nicht schön für den Gast, und ja, da sind wir dann aber auch zur Stelle. Regelmäßige Schulungen und Schwimmtraining in der Freizeit. So bleiben die Rettungsschwimmer vom Geibelsbad Pirna fit. Täglich hat das Bad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Und wer auch abseits der Wasserfläche Sport treiben möchte, der sollte sich rasch anmelden. Am 10. August findet unser alljähriger Beachvolleyball Cup statt. Das ist ein Angebot für Freizeitmannschaften und Funteams. Voraussetzung ist, dass mindestens eine weibliche Person in dem Team ist. Anmeldungen für den Beach Cup sind im Geibelsbad, bei den Stadtwerken oder direkt am 10. August von 9 bis 10.30 Uhr möglich.